Was geht, Freunde der Außenwelt? Willkommen zu diesem 1000 Abonnenten-Special. Wir switchen rüber und let's rock! Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Bring ihn um Show. Heute im Studio Jedi Abschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Tagesschein. Bundespräsident Steinmeier hat zum Zusammenspiel in der Corona-Pandemie aufgerufen. Halt, stopp! Heute im Studio Guten Abend, meine Damen und Herren. Sheesh. Das Bundeskabinett hat heute ein milliardenschweres Entlastungspaket beschlossen. Halt, was ein Scheiß. Zu dem Maßnahmenbündel gehören befristete Steuersenkungen auf Kraftstoffe, Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr eingestellt, der fast 40 Euro zusätzliche Schulden vorsieht. Höhekosten für Tieten, Heizen und Viechen und vieles mehr. Der Krieg in der Ukraine hat auch bei uns den Alltag teurer gemacht, rammiger gemacht. Viele Verbraucher haben einen Schwanz gespürt. Wir können nicht zulassen, dass es zu Menschen in der Wirtschaft kommt. Wir können nicht zulassen, dass Menschen kommen. Wir können hinnehmen, wenn die Menschen unter steigenden Energiepreisen leiden. Und wir haben Verpflichtungen gegenüber der Wirtschaft, die sich aus diesem Krieg ergeben. Insgesamt plant Lindner in diesem Jahr fast 140 Euro neue Schulden ein. Die Union allerdings bezweifelt, dass das Lindner ist. Mir ist es egal. Der gibt einen Scheiß. Regierung und Union gehen im Streit über die Ukraine-Politik aufeinander los. Die Lottozahlen. 13. 19, 25. Sheesh. Superzahl an Nahverkehr. Diese Angaben sind wie immer ohne Angaben. Weitere Gewinnzahlen finden Sie. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 28. Britischen Inseln Woche. Regional Nordwesten, Osten, Sonne, Nordwesten, Osten, Süden, Osten, Westen, Nordwesten, Westen, Süden, Südosthälfte. Ich wünsche Ihnen einen Scheißabend. Peppa und ihre Familie machen in die Berge. Wir können ja scheißen. Jeder von uns muss ein Auto in seiner Lieblingsfarbe entdecken. Ja, meine Lieblingsfarbe ist spastisch. Meine ist schwarz. Meine ist Kanacke. Schorsch. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Sauria. Die Lieblingsfarbe von Schorsch ist blau. Fein, ich bin gespannt, welche Farbe uns zuerst begegnet. Sehr cool. Da kommen Molly, Lolly und Frau Wietze in ihrem Auto. Haha, grün! Ich habe gewonnen! Schon früh am Morgen hängt Papa Wutz Peppa und ihre Familie auf. Schon früh am Morgen hängt Papa Wutz die Schäsche auf. Papa? Papa? Spastisch? Papa? Himmel? Papa? Was ist das für ein Hemd? Das ist mein Realball-Trikot. Papa spielt heute Nachmittag mit mir kicken. Armer Papa. Er muss jeden Tag ficken. Ich will nicht ficken. Los, komm. Wir spielen. Ja, spiepsch. Peppa liebt es, in Matschepfützen zu sterben. Schorsch liebt es, in Matschepfützen zu sterben. Und Mama Wutz liebt es, alle in Matschepfützen zu morden. Schwapp, 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 schwapp. YOLO. Hallo, Leute!
herzlich willkommen zu diesem neuen Video, ihr lieben neuen Video. Wir begeben uns auf unsere Lieblingsseite gutefrage.net, die sich da hinten befindet und nicht im Internet, und suchen uns dort wieder die dümmsten Fragen raus, die es da hinten zu finden gibt. Denn diese findet man nur da hinten. Und bevor ich jetzt mit dem Video richtig starte und mir am Ende vom Video überlege, ob ich das Video einfach nur verlasse oder diesen Planeten umbringe, blende ich erstmal das Intro ein. Das Handy ist geladen, das Handy ist entsperrt, obwohl es eigentlich ein Display ist und keine Display ist. Diese Frage, die jetzt kommt. Das Problem ist bloß, ich habe mein Penis verloren und dachte mir, ach scheiße. Da ich den Screenshot einmal noch habe, dachte ich mir, ich nehme es jetzt einfach noch mit rein und spiele es mit einer coolen Szene. Yo, habt ihr Spiritus und Iriritus? Freu dich, und was hab ich jetzt davon? Was haben wir denn hier Schönes? Ich brauche Hilfe beim Analsex mit meiner Freundin. Ich möchte so gerne ihr Anus entjungfern. Meint ihr, damit kann man sich die Penishaare schneiden, ohne sich den Kopf abzurasieren? Was ist denn bei dir los? Meine Eltern verbieten mir Analsex mit 12. Freundin! Alter! Oh, vor dem Sex mit meiner Freundin frage ich meine Mama immer, wie ich meiner 12 Leute nageln darf. Ich hab Alfred von hinten genommen. Wer ist Alfred? Sind Lebewesen, Planeten, der Weihnachtsmann zu Weihnachten mit meiner Freundin. Komm, ich hab einen 3 cm Penis in ausgeweiteten Modus. Ich brauche jetzt irgendwas, um mir so einen Stromschlag zu verpassen, dass der Stromschlag 3 Jahre nicht aufsteht. Ja, wir sind am Ende vom Video angekommen. Eines Tages werde ich ein Video machen, das genauso ist wie das hier. Wenn dieses Video, so wie es jetzt ist, euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Ich hab gesagt, aus!